Laut gedacht. Laut gedacht. Gedacht. Alleine sitze ich hier. Erlebe mich als mir angetanes, menschliches Geschöpf. Die Scheidewand der Wahrnehmung ist die Wand, die den Scheinbaren von seiner Umwelt zu trennen scheint. Ich und mein Lebensraum. Ich und der Boden. Ich. Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ich denkt? Was lässt mich als mich erscheinen? Was gibt mir mein Gefühl von mir selbst? Doch nach genauer Beobachtung sehe ich, dass es nicht permanent ist. Das Gefühl von mir ist ein vorübergehender Zustand, der sich scheinbar immer wieder manifestiert. Und in der Auflösung seiner selbst bin ich dann nicht mehr ein Besitzer, der sein gemeines Mein mit sich herumträgt, sondern ich bin das, was vor dem Besitzer schon da ist. Doch leider aus der Perspektive des gemeinen Minds, der Ich-Trennung heraus, hört sich's nur wie eine Vorstellung an. Eine Vorstellung? Ja, ich stell mir dann vor, ja, dann bin ich auf einmal mein Auto und die Straße und der Wald, der daran vorbeifährt und die Vögel, die über den Himmel fliegen. Gäb's keine Trennung, dann wärst du auch all das, was du nicht gut finden würdest. All das, was dir nicht gefällt. All die unschönen, hässlichen Blablablas. Doch da es ja zum Glück die Ich-Trennung als Erfahrung gibt, kann ich sagen, ich bin der gute Kleine hier, der zwar nicht viel weiß, aber ich bin nicht der Böse dort, der Krieg führt oder sonst irgendwelche Schandtaten begeht, der die Erde ausbeutet und die Tiere schlachtet. Naja, das kann ich alles nur
Damit kann ich meine Geschichte aufrechterhalten, indem ich an diese Trennung glaube und drauf beharre, eine getrennte Ichheit zu sein. Hier bin ich, dort sind meine Verwandten, dort drüben die Freunde und dort der Rest der Menschheit. Ich sitze hier auf einem Holzgestell, gelehnt an den Wand, an den Wand, an den Wandhaufen hier, den Wandberg, die Wand, gelehnt an die Wand. Nun spreche ich natürlich von meinem Körper, der da sitzt. Sitzt da überhaupt wer? Ist Sitzen nicht nur eine Definition von einer Erinnerung eines Bewusstseins, das eine, an eine Geschichte glaubt, die viele Jahre von Sitztraditionen schon hinter sich hat? Würden wir mal wie ein Tier denken? Man weiß ja nicht, ob Tiere denken. Haben die überhaupt einen Begriff fürs Sitzen? Ich kann sagen, ich sitze, hahaha, und es macht nichts. Das ist dieser Punkt, der ist so unvorstellbar irrelevant, also bedeutungslos. Da kannst du dir voll einbilden, dass du da sitzt mit deiner Geschichte, deinen Vorlieben, deinen Abneigungen, deinen Traumata und deinen Möglichkeiten, selbst das Unmögliche möglich zu machen. Und doch kümmert's keinen. Wenn's dich nicht kümmert, wen kümmert's? Und wenn dann da einer auftaucht, der kurz bekümmert ist, du triffst ihn auf der Straße, im Café oder sonst irgendwo, und er kümmert sich so, oh ja, die Welt, oh, die Ölreserven, oh ja, die Umwelt. Oder ein anderer, ja, wow, ich habe so viel Geld verdient, ich habe mich neu verliebt. Ja, ich habe meine Kakteen neu gegossen, es war alles so schön. Das ist doch wunderbar. Es spielt weder eine Rolle, noch hat es keine. Ich meine, es kann sich einbilden, total bedeutungsvoll zu sein, und gleichzeitig ist es völlig bedeutungslos. Denn für wen? Für wen sollte es eine Bedeutung haben, wenn nicht für dich? Und wenn du dein Leben anschaust, wie viel Bedeutungen sind da aufgetaucht? Und du hast dich bedeutsam gefühlt und du hattest bedeutsame Sachen und sie sind dann wieder verflumpft. Versumpft, verschwunden und neue Bedeutungen tauchten wieder auf und sind wieder verschwimpft. Nur was ist das, in dem das auftaucht und verschwimpft? Das musst du gar nicht wissen. Denn alles, was du wissen kannst, das taucht auch wieder auf und verschwimmt auch wieder. Also wird das, was ich wissen kann, nie das die Erkenntnis von dem sein, in dem das, was auftaucht und verschwimmt, erscheint und vergeht. Ja, so kann ich mich noch glücklich schätzen, mich als Wesen zu erleben, denn wie lang wird das wohl noch sein? Vielleicht eine kleine Ewigkeit. Sollte ich jetzt damit anfangen, es zu genießen, das Gefühl der Separation, der Individualität, des Alleinseins, keiner ist so, wie ich bin, hechle ich danach, verstanden zu werden? Oder lausche ich diese Stille,
mich nicht befriedigen wird, denn sie ist schon Frieden. Stille wird hier nicht angeboten. Sie ist nicht im Angebot. Sie gibt es nicht zu kaufen, nichts zu haben. Sie wird nicht übermittelt und keiner wird sie je kriegen. Und doch ist sie das Essentiellste überhaupt. Stille spricht, Stille spielt, Stille tanzt, Stille weint, Stille lacht. Es ist nur Schweigen, das sich ausschweigt, indem es sich selber so zuquatscht, bis es sieht. Es schweigt ja, während es redet, weil es wird ja nichts gesagt. Denn jedes Wort, das hinausgeschossen wird, in den Raum als Energie verpufft, wird wieder transformiert zum Raum selbst. Form ist Leere, Leere ist Form. Leere ist Form, Form ist Leere. Fülle ist Mangel. Und Mangel ist Fülle. Tja, wieder keinen Schritt weitergekommen. Was für eine Freude, sich selbst nie verlassen zu können. So mag ich mich wohl für einen Moment als kleines Wesen erfahren, doch im Wesentlichen bin ich das, was die Erfahrung ist. Denn ohne diese Wahrnehmung, die ja sofort da ist, die vielleicht nie weg war, die nur manchmal nichts hat, was sie erfahren kann, was sie wahrnehmen, als wahrnehmen kann. Und dann taucht in ihr etwas auf, das Energie genannt wird. Energie, die sich in Materie transformiert und wieder zurück. Materie und Antimaterie, reines Licht. Und die Wahrnehmung, in der das alles wahrgenommen wird. Und in der Nichterinnerung an den tiefen Tiefschlaf, wo es weder Materie noch Antimaterie noch Licht zu geben scheint, absoluter Frieden. Niemand, der je getrennt sein kann oder sich von etwas trennen könnte, wo keine Lösung benötigt wird für irgendwas, weil es nichts gibt, nicht mal ein Erstes, das sich von sich selbst lösen könnte. Und dann, waff, keine Zeit ist da drin. Und dann wird auf einmal wieder die Zeit erlebt. Als Trennung. Zeit braucht Trennung. Trennung von einer Geschichte A nach B, von mir zu dir, von dir weg zu mir wieder zurück. Von Planeten, die sich um sich selbst drehen und um Sonnen herum, von Sonnen, die sich um sich selbst drehen, Galaxien, die sich um sich, Objekte, die scheinbar getrennt im Raum als einzelne Dinger fungieren. Fungieren. Sie fungieren, sie engagieren sich, sie selbst zu sein, ob sie sich nun lieben oder hassen, spielt keine Rolle. Was spielt keine Rolle? Was rollt nicht mit? Was ist, wird nie kommen, wird nie gehen. Das